Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Witcher 3 Wild Hunt. So, wir haben hier beim letzten Mal den Wirt beim Gwent-Spielen besiegt. Jetzt wäre der nächste Gegner aber sonst irgendwo am Arsch der Karte, ganz oben. Eigentlich ist das hier eher so das Zentrum, also die Großstadt. Ich bin hier unten am Arsch der Karte. Naja, auf jeden Fall suchen wir uns jetzt mal eine neue Quest aus unserem Questbuch, die vielleicht hier in der Nähe ist. Level 7 hört sich schon mal gut an. Was haben wir denn hier eigentlich? Besucht den Wahrsager, eine Quest komplett ohne Levelangabe. Auch okay. Gut, alle Gwent-Karten sammeln werden wir jetzt nicht auf die Schnelle machen können. Und hier haben wir noch... Ah ja, genau. Ja, Spiel gegen die Wirte. Ich markiere jetzt mal das Ahnenfest. Genau, dass wir den Vater des Weidelers suchen, seine Leiche, damit wir den Fluch brechen können. Aber ich schaue noch mal kurz bei den anderen Missionen, ob wir noch was niedriger leveliges wie 7 haben. Ah ja, natürlich, Familienangelegenheiten. Ja, es wird Zeit für Hauptquest, oder? Wir gehen jetzt in den Buckelsumpf und suchen die Mumen. Das machen wir jetzt. Cool, schauen wir gleich mal auf die Weltkarte, wo wir da hin müssen. Ist, glaube ich, gar nicht so weit von hier. Ja. Da gehen wir am besten, glaube ich, zu Fuß. Und dann gehen wir hier über diese kleine Landbrücke oder diese Brückenbrücke. Und dann fangen wir hier bei diesem kleinen Fragezeichen an und arbeiten uns dann vor. Können hier noch über das Dorf. Perfekt. Wunderbar. Cool. Dann würde ich sagen, gehe ich da einfach jetzt mal auf direkten Weg, in direkter Linie durch Wald und Gewässer. Und... Wisst ihr eigentlich, ist euch schon mal aufgefallen, dass Katzen den Witcher eigentlich immer anfauchen? Nur in dieser Sequenz, wo man die Tochter trifft, die Tochter vom Baron, sitzt da diese Katze auf dem Tisch und die reagiert nicht. Die ist dick und guckt ihn an und guckt einfach nur. Und der Witcher guckt auch die Katze so ganz genau an und weiß nicht so recht, was mit der los ist. Ich frage mich, ob das nochmal irgendwie angesprochen wird, ob das relevant ist, ob die Katze irgendwie wirklich wichtig ist, weil die eben den Witcher nicht anfaucht, so wie alle anderen Katzen. Oder ob das einfach nur so eine Art Gag war, oder... Wer weiß, die Katze der Hexenjäger erkennt keine Witcher, keine Hexer. Ha. Okay, schauen wir mal, was da vorne bei diesem kleinen Dorf los ist. Höchstwahrscheinlich nur wieder ein Banditenlager, das ich ausräume. Und dann kommen Dorfbewohner und sagen, hey, danke, dass du ja alle umgebracht hast. Jetzt wohnen wir wieder hier und sind glücklich. Eine Person in Nöten. Au, oh, ich bin nämlich diese Person in Nöten, habe ich das Gefühl. Sklaventreiber, euch habe ich gern. Uah. Ah, die sind stark. Wow, ein Level 16 Nilfgaardischer irgendwas. Okay, einer ist schon mal ein bisschen kopflos, das ist gut. Warum greifen mich eigentlich diese... Ach, Nilfgaardische Deserteure sind das, alles klar. Ich mache erstmal die Schwächeren kaputt, damit wir uns dann um die schwer bewaffneten und gepanzerten kümmern können. So, Heiltrank trinken, Essen essen, Feuer benutzen. Ah, mit denen werden wir schon fertig. Die sind zwar ein bisschen hochlevelig, aber die kriegen wir hin, glaube ich. Ich muss mal schnell da nach hinten. Da ist anscheinend noch irgendwie ein Bogenschütze. Aha. Ein Armbrustschütze. Der nervt. Okay, jetzt geht's los hier. Das wird hart. Was, Affe? Selber Affe. Wartet mal kurz. Ich muss, ich weiß nicht mehr, wie ich das Zaubermenü öffne. Ah doch, hätte schon gestimmt. Axi war, glaube ich, das Gedanken bei einem Plus-Ding. Genau, das brauchen wir hier. Na, guckt euch das an. Schnell und schmerzlos. Also für uns. Ich weiß nicht, wie es für ihn war. Au, verdammt. Jetzt muss ich schnell hin. Oh, wir machen dem echt nicht besonders viel Schaden, aber ich werde nicht aufgeben jetzt. Ich würde mich gern um den anderen kümmern, der kein Schild hat. Bei dem kann ich einfach ein bisschen zerhacken. So, aber für den benutze ich wieder Igni. Au. Der ist aber relativ unbeeindruckt von Igni, habe ich das Gefühl. Aber ich kann schon immer einige gute Treffer landen. Den kriegen wir klein.
Einfach ein bisschen rumhappeln. Dann kriegen wir das schon hin. Na komm her. Au. Typisch, dass die wieder zu zweit auf mich losgehen. Haben wieder Angst vor dem fernen Kampf, diese Nilfgaarden. Noch dazu diese nilfgaardischen Deserteure. Au. Ich achte immer nicht auf meine Magieleiste und will dann immer zaubern und dabei geht's noch gar nicht. Und dann kriege ich was ab. Noch ein Heiltränkchen. Nein, der ging daneben. Au. Na komm schon. Verdammt nochmal. Warum kriegen wir den nicht klein? Au. Mund halten und kämpfen. Aber echt. Mund halten und kämpfen. Na komm schon, jetzt mach doch einen Finisher mal. Finischen wir den Kerl doch mal weg. Mensch, der ist hartnäckig. Jetzt aber, das gibt's doch nicht. Jetzt blockt er alles. Vielleicht müsste ich den mal kritisch kontern. Ah, jetzt haben wir es, oder? Nein, er lebt noch. Na Gott sei Dank, okay. Den haben wir, dann... Puh, dürfen wir den letzten auch hinkriegen. Ich muss eh ein bisschen kontern üben. Gegen einzelne Gegner ist das, glaube ich, ein ganz guter... Ah, das war nix. Okay, nochmal. Jawohl. Ups, ich sollte ein bisschen weiter weg, wenn ich den Zauber machen will, glaube ich. Der dauert ein bisschen. Finisher! Hey, kann man die zufällig von hinten irgendwie One-Hit killen oder so? Ich weiß nicht genau warum, aber der ist jetzt, dass die auf einen Schlag sterben, ist nicht normal, glaube ich. Naja, cool. Das war ein harter Kampf, ey. Aber wir waren härter. Aus Stahl. Woher wussten die eigentlich, dass ich kein nilfgaardischer Offiziers irgendwas bin? Ich sehe so aus wie einer. Ach so, aber das waren Deserteure. Na, vielleicht haben sie mich genau deswegen angegriffen, weil ich so aussehe wie einer von denen, von den nilfgaardischen Truppen. Ich habe gerade einen Schlüssel aufgehoben. Ich frage mich, für was? Müssen wir uns nochmal umschauen. Ich habe auch keine Notiz dabei gehabt, soweit ich gesehen habe, die irgendwie zu einem Schatz führen würde. Wie es ja öfter mal der Fall ist, in so Banditenlager. Aber da war auch eine Person in Nöten. Ah, irgendwo muss ein Käfig sein und ich habe den Käfigschlüssel. Aber wo? Hallo, ist hier jemand vielleicht? Ah, tatsächlich, die haben hier jemanden eingesperrt. Nicht nur einen. Danke, Hexer! Wenn du nach Maulbeertal reist, komm in meine Schmiede. Dort wartet zum Dank etwas auf dich. Okay, cool. Machen wir Maulbeertal. Müssen wir uns merken. Oh, der ist, glaube ich, tot, oder? Oder traurig, weil ich seinen letzten Apfel genommen habe. Eins von beiden. Ich denke zweiteres. So, zerbrochener Besen, den nehmen wir unbedingt mit. Der ist noch was wert. Und hier liegt eine Notiz. Unverschickter Brief. Wie so oft. Die Leute sollten endlich mal ihre Briefe verschicken hier. Unverschickter Brief. An den großen und ehrbaren Feldwebel Chavrifa Lechlzin. Genauso wird das ausgesprochen. Ihr kennt alle. Ihr könnt keinen Nilfgaardisch. Verurteilt mich nicht. Ich weiß, wie das ausgesprochen wird. Vertraut mir. So, du hattest gefragt, mein guter Herr, wie viele Männer ich für den Ruhm des Reiches zusammenführen könnte. Hier ist nun meine Antwort. Zunächst einmal gilt es zu wissen, dass ich derzeit ein paar Landeier aus Standort, was? Aus Sandort aufbieten kann. Aber damit meine ich eher Kerle zweiter Klasse, hauptsächlich Alte und Taugenichtse. Doch sollte derlei Gesindel für dich von Nutzen sein, lass mir eine Nachricht zukommen und nach nur einer Woche schicke ich dir eine ganze Ladung davon, zusammengepfercht wie Vieh. Ich habe auch das ein oder andere Wort mit einigen Soldaten gewechselt, die aus dem Dienst des Barons ausgetreten sind, nachdem der eine Nacht so betrunken war, dass er einen von seinen Schürhaken ins Auge gestochen hat. Das ist nicht sehr schön. Es gibt zwei Lager.
Eins direkt neben der Burg und eins an der Südgrenze von Velen. Und wie du sicher bereits erahnt hast, wollen sie schnelles Geld machen. Wenn du nur also ein paar Kronen als Vorschuss zukommen lassen könntest, werde ich dir eiligst die hübschesten Damen und kräftigsten Kerle in ganz Velen schicken. Vielleicht sogar im ganzen Norden. 100, 200, wie viele der große Feldwebel auch immer braucht. Dein bescheidener Diener, Dalegor. Aha. Sklavenhändler. So, ist hier noch irgendwas drin, außer der Kerl? Ich mach mal lieber aus, nicht, dass hier alles in Flammen aufgeht. Wobei, warum eigentlich nicht? Na, hier können doch noch Leute wohnen. Guck mal, hier brennt sogar Licht drüben. Ich muss da mal noch... Hallo? Hm. Ich höre Geräusche aus dem Wasser. Wahrscheinlich wieder Ertrunkene. Ich frage mich, ob Ertrunkene früher wirklich mal Menschen waren. Oder ob die nur so heißen, weil... Aber Glaube oder sowas, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich, oder? Weil bei diesem Ahnenfest sind die ja aus dem Wasser gekommen. Als er die Geister beschworen hat. Ruhelose Seelen. Also sind Wasserweiber und Ertrunkene basieren wahrscheinlich auf Menschen. Man sollte vielleicht einfach mal die Einträge im Bestiarium lesen. Dann wüsste ich Bescheid. Aber nicht jetzt. Okay, ich glaube, wir sind hier fertig, oder? Dann schauen wir nochmal auf die Karte. Was es sonst noch so in der Nähe zu tun gibt. Da waren ja ein paar Fragezeichen auf dem Weg. Ah, ein versunkener Schatz höchstwahrscheinlich. Ist das der Schmied? Ah, da oben ist Maulbärental. Ach, vielleicht gehen wir schnell ins Maulbärental und holen uns unsere Belohnung beim Schmied ab, weil sonst vergesse ich es hundertprozentig. Holen wir einfach unsere treue Plötze? Irgendwie läuft sie von mir weg. Die läuft wirklich von mir weg. Spring, Geralt, spring, das schaffen wir. Mein Gott. Rocket Jump, okay. Hallo, Plötze. Wo ist denn die hingelaufen? Da. Die ist nämlich wirklich hier am Wasser gespawnt, als ich sie gerufen habe. Und naja, wie das halt so ist mit so Plötzen. Okay. Reiten wir nach... Wie heißt, ich weiß es jetzt schon nicht mehr, Maulbärtal oder so ähnlich. Irgendwas mit Bären und Tälern. Hallo, Jungs. Ich glaube, da ist der Schmied, oder? Von dem wir eine Belohnung kriegen. Jetzt warten wir vor seiner Schmiede auf ihn und sagen, aha, kommt er auch endlich mal. Wo bleibt denn unsere Belohnung? Was für ein cooler Baumstumpf. Was für ein cooler Baum da mal hat stehen müssen. Tja, aber jetzt nicht mehr. Was für ein cooles Haus da mal hat stehen müssen. Komm schon. So. Hübsche Gegend hier. Maulbärtal. Jetzt würde ich sagen, warten wir hier einfach mal schnell ein Stündchen oder zwei, damit der Schmied heimkommt. Vielleicht warten wir auch bis morgens. Wie spät ist es denn? Ja, warten wir bis Sonnenaufgang mal. Meditieren wir hier auf der Straße ein bisschen. Ist ja zum Glück nicht Elder Scrolls. Da wird man nicht nachts von Vampiren gebissen. So, Schmied, wo bist du? Aua! Da ist er. Ich habe gehört, du hast was für mich. Ha! Mein Befreier und Beschützer! Ich danke dir! Nichts zu danken. Ich dachte, er hat irgendwas für mich. Zeig mir deine Wahl mal. Zeig mir, was du anzubieten hast. Er hat doch gesagt, da wartet etwas auf mich. Aber da wartet nichts auf mich. Ha, na gut, dann verkaufe ich ihm wenigstens mal meine ganzen Schwerter und Rüstungen, die ich nicht mehr brauche. Im Grunde brauche ich die auch nicht mehr, weg damit. Samt Einschmiedungen. Einfach alles weg. So, die auch. Und die hier unten sowieso. Naja, guckt und dann ist er fast pleite. Perfekt eigentlich. Jetzt, ups, wollte ich nicht. Schaue ich nochmal schnell zu ihm rüber, was er so hat. Aber ich glaube, er hat jetzt auch... Naja, er hätte ein paar Rezepte. Was hat er denn hier? Pergament? Ach so, na gut.
Handwerksschema für die Zeichen, die interessieren mich ehrlich gesagt nicht. Man findet eh so viele Zeichen, ich weiß gar nicht, wo ich die alle einschmieden soll. Und wahrscheinlich ist das auch keine super Satteltasche. Ich glaube, wir haben mindestens 30, auch wenn nicht mehr. Insofern, nö, scheiß Schmied. Aber wir könnten eine Runde Quint spielen. Was sagst du zu einer Partie Quint? So, mein Deck wird schon langsam nämlich. Inzwischen habe ich schon ein paar echt gute Karten. Spiel starten. Die muss man halt jetzt am Anfang nur noch kriegen, die guten Karten in seinem Deck. Ach, ich freue mich schon auf dieses Standalone-Gwent-Spiel. Oh, ich habe beide Spione. Sehr cool. Ich habe Yennefer, die ist auch eine Superkarte. Eher, wow, ich habe echt Superkarten bekommen. Ich weiß nicht, ich habe nicht so viel Belagerungsgeräte oder zwei Stück. Dann macht er nicht unbedingt Sinn, aber auch Soltan ist austauschbar. Deswegen tausche ich mal, ja, immerhin einen Schadenspunkt mehr bekommen dadurch. Was macht Regen gleich nochmal? Regen braucht, eigentlich könnte ich Regen aus meinem Deck nehmen, weil ich fast immer Belagerungsgeräte benutze. Und habe dafür Schnee bekommen. Ja, okay, warum nicht? So, Schnee macht, glaube ich, Infanterieeinheiten kacke, oder? Ja, Nahkampfeinheiten, genau. Das ist sehr gut. Dann schicke ich ihm jetzt gleich mal beide Spione und dann werden die gleich mal vom Schnee reduziert. Ja, nichts Besonderes, aber okay. Ah, der spielt mit Monstern. Gefährlich. Dann sollte ich mir vielleicht die Schneekarte sogar noch aufheben. Naja, jetzt kriegt er erstmal Spione. Ah, er hat zwei blaue Streifen. Sehr gut. Oh, nur einen. So, jetzt muss ich überlegen. Spiele ich jetzt wirklich schon Schnee und mache die Runde noch ernst? Oder sage ich, und schenke ihm die erste Runde und mache vielleicht gar nichts mehr? Ich könnte gleich passen. Na, ich bin mir aber nicht sicher. Ich überlege mal, ich könnte jetzt gleich passen und dann mal eine Runde voll auf Belagerungswaffen gehen. Nee, wisst ihr was? Ich spiele jetzt gleich ernst. Wir machen jetzt gleich ernst. Jetzt soll er mal zeigen, was er kann. Ich werde es noch bereuen, weil in der letzten Runde... Oh, er passt jetzt. Dann spiele ich jetzt mein Achterkatapult. Weil das kann ich mir danach mit Yennefers Hilfe wieder zurückholen. Okay, er hat 7 Karten. In Monsterkarten ist es nicht wenig. Der kann ordentlich was raushauen. Das könnte mir sehr nützlich werden, diese Attrappe. Weil ich kann diesen Kerl, der mir die stärkste Einheiten auf dem Nachbarfeld zerstört, quasi wieder zurückholen und nochmal spielen. Ich spiele jetzt mal 2 blaue Streifen. Dann habe ich mal so ein bisschen Kampfkraft, aber habe noch genug auf der Hinterhand. Falls ich merke, die Runde wird hoffnungslos, weil er Monster spawnt ohne Ende. Das machen nämlich Monsterspieler gerne. Okay, jetzt erstmal, übertrumpf erstmal meine 16 hier. Ja, dann spiele ich noch die Fernkämpfer, weil die von mich jetzt nicht für hohen, von hohem Wert sind eigentlich. Auf die kann ich verzichten. Das sieht sehr gut für mich aus, würde ich mal sagen. Ich spiele jetzt den noch und dann passe ich einfach mal, glaube ich. Weil dann soll er erstmal das überbieten und dann kann ich ihn, glaube ich, in der letzten Runde relativ gemütlich kaputt hauen. Ja, ich glaube, das mache ich. So. Er hat nur noch 3 Karten auf der Hand, so viel wird es nicht mehr. 2 Karten gegen 7 Karten. Ich meine, wenn er die richtigen Karten hat, kann er sehr viele Karten aus seinem Totendeck holen. Ich muss mir ihn noch mal kurz durchlesen nachher. Okay, er spielt Nebel. Das interessiert mich eher nicht so, weil Yennefer ist unbetroffen und alle anderen. Wie geht denn das gleich nochmal? Ah ja, genau. Zerstört die stärkste Nahkampfeinheit. Das wollte ich wissen. Er braucht eine Gesamtstärke von 10 und nur dann zerstört er die stärkste Nahkampfeinheit. Alles klar. Gut, dann mache ich einfach mal ein bisschen Belagerungsgeräte hier. So, bam. Mal schauen, was er noch hat. Eine Pestmite. Und noch eins. Letzte Karte. Ja, ist keine schlechte Karte, aber wird ihm nicht mehr viel nützen jetzt, leider. Muss ich ihm leider sagen.
So, ich spiele wie immer einfach nur, weil ich es kann, alles. Jetzt kann ich nicht mal den Effekt von meiner Superkarte hier benutzen, leider. Naja, auch nicht schlimm. Dann holen wir das Katapult wieder zurück ins Spiel. Dann spiele ich nochmal Sonnenschein. Und dann machen wir Schluss. Okay. Cool. Ach, ich habe nicht mal meine Anführerfähigkeit benutzt. Ich hätte meine... Aber egal. Na gut. Danke für das nicht vorhandene Geschenk für deine Befreiung, das du nicht für mich hattest oder so. Aber hey, ich mache das ja nicht für Belohnungen oder so, sondern weil mir das Gameplay Spaß macht oder so. Und aus Nettigkeit. So, hier ist ein verborgener Schatz noch, sehe ich gerade. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den nicht ohne Grund habe liegen lassen. Wahrscheinlich wird der von was super krassem bewacht. Aber da unten haben wir noch einen anderen Schatz zu bergen. Aber ich würde sagen, wir beenden jetzt hier mal die Folge für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Liken und abonnieren wäre wie immer ziemlich cool. Und beim nächsten Mal reiten wir Richtung... Wie heißt da irgendwas? Hexensumpf. Ich nenne ihn einfach Hexensumpf und klappern auf dem Weg dahin noch schnell ein paar Fragezeichen ab. Also vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.